Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Wayway Empire mit dem deutschen DLC. Mein Name ist der Ed und ich begrüße dich ganz herzlich. Und der hat hier irgendwie, was hat der für Probleme? Mengenthaler Zucht. Und kannst du hier Milch mitnehmen oder nicht? Es ist doch hier Milch oder nicht? Lager, Bahnhof mit Wartungsgebäude, Betriebe, Bahnhof erweitern. Warum konnte der jetzt nichts mitnehmen? Weil der wahrscheinlich nach Worms fährt. Der fährt nach Worms. Okay, das müssen wir ändern. Den werden wir gleich mal ändern. Zug verwalten. Altbäckerei in Zürich? Nein, will ich nicht. Das ist mit zu viel Gedöns. Oh je. Da scheint es ein kleines Problemchen mit deiner Lokomotive zu geben. Nein, nein. Es gibt keine Dinger. Station löschen. Und stattdessen Frankfurt am Main. Und nein, ich lasse mich nicht erpressen. Das kannst du knicken. So. Jetzt müsste das eigentlich mitnehmen können. Ich hoffe doch. Das müsste sich jetzt ändern, weil Frankfurt akzeptiert ja Milch. Warum? Ihr wollt doch Milch haben, oder nicht? Ihr wollt doch Milch haben, ne? Milch. 0,5. Normalerweise müsste es gehen. Verstehe das einer. Na gut. Wir haben 1,6 auf der hohen Kante. Das heißt, wir könnten uns jetzt überlegen, uns mal das nächste Gebiet jetzt anzusehen. Dass wir hier auch mal hier weiterkommen. Braunschweig. Hier ist Magdeburg, hat er angeschlossen. Beckerhof. Kostet 2 Mille. Die kriegen wir zusammen. Und dann holen wir uns das Gebiet hier. So. Dass der hier kein Zeugs mitnehmen kann. Frankfurt am Main. Stehe ich nicht. Mengenthaler Zucht. Zuglinie einrichten. Wir werden es nochmal ändern. Station editieren. Warte mal. Station löschen. Deine Angestellten heulen wegen jeder Kleinigkeit rum. Wir legen los in Worms. Starten von Worms und gehen nach Frankfurt am Main. Nur Fracht. Mal gucken, vielleicht können die dann ja ein bisschen mehr reißen. So, du bist Panne, okay. Ja, er steht jetzt hier. Das halten wir mal im Auge. Wir müssen mal definitiv ein bisschen vorankommen. Wir haben 2 Mille auf der hohen Kante. Wir holen uns gleich was. Nebenbei haben wir jetzt wieder ordentlich Forschungspunkte. Eisenbahn Standardzeit, Transportvergütung um 4. Oder aber wir holen uns noch eine andere Fracht, die Kitzenmeier. Wir holen uns erstmal die Transportvergütung, beziehungsweise wir holen uns erstmal hier diesen Innovationszuwachs von 5%. Das bringt auch was. So, neue Bewerber. Zweimal Werber machen wir jetzt nicht. Okay, er kann jetzt er kann nichts mitnehmen aus Worms. Das ist natürlich doof. Erfinder. Da haben wir wieder einen an der Angel. Wartet. Erfinder. Was bringt er denn? Für 210.000 80 Innovationspunkte. Ja, komm. Es reicht immer noch, um unser das Gebiet jetzt endlich mal zu kaufen. Hier hinten.
Bei. Hier, das hier will ich haben. Magdeburg. 4 Städte, Landbetriebe. Das bringt's. So, jetzt klemmen wir hier auf jeden Fall Magdeburg mit an. Als allererstes. Muss passieren. Bahnhof. Da will ich aber einen großen Bahnhof mit Stellwerk haben. Kostet zu viel gerade. 175.000 auf der hohen Kante. Nicht viel. Jetzt machen wir dem hier nämlich auch mal Konkurrenz. 2 neue Heizer. Hundert Forschungspunkte. Beschleunigt die Wartung einer Züge um 10%. Das ist nicht schlecht. Hier auch nochmal 10%. Also Windkanal. Reduziert den Verbrauch von Wasser und Sand und Schmiel um 10%. Ticketpreis um 4%. Das ist das Problem. Zu geringe Wartungsintervalle? Schlechtes Brennmaterial? Inkompetentes Personal? Nein. Nix. Kopfbahnhof mit Stellwerk. Könnte man hier ja auch angehen. Was soll der Bahnhof? Suchst du etwa Streit? Nee. Ich will hier bauen, mein Freund. Und du bist mir im Wege. So, das ist hier der Feind. Guck dir mal an, wie der hier gebaut hat. Wie Kraut und Rüben, ey. Furchtbar. Müssen wir zusehen, dass wir jetzt hier rankommen. Wow. Opa, wow. Alter Falter. Möglichst gerade. Alter. Boah, was ist denn jetzt hier los? Ist ja furchtbar. So, nochmal. Gleisbau. Oh, gerade. Könnten wir auch rangehen. Aber ich glaube, jawohl, hier ist sehr viel Verkehr eigentlich. Und hier oben wäre es vielleicht sogar noch geschickter. Kostet 303.000. Da bist du bekloppt, boy. Also erstmal kurz sparen. Mal wieder. So. Braunschweig. Wachs doch endlich mal ein bisschen. Schicken wir euch ja nun wirklich alles Mögliche hierher. So, machen wir Folgendes. Wir gehen von hier raus. Wenn ich könnte. Kann ich nicht. Komm, kann so nicht rausgehen. Shit. Es ist zu heftig. Kommen wir nicht raus. Kommen wir so nicht rum, ne? Shit, echt. Das ist echt doof. Hier haben wir, glaube ich, dasselbe Problem. Ich arbeite momentan am vollständig mechanisierten Lokführer. In Zukunft werden solche Personalquerelen Geschichte sein. Ach, ist das so. Mal ganz kurz gucken, ob wir hier rauskommen. Kommen wir auch beschissen raus. Müssen wir wirklich über... hier so rumgehen. Boah, das wird ein teurer Spaß. Ne, 7% will ich nicht. 0% und dann jetzt gerade. Alt. Kostet nur 67.000. Das geht eigentlich jetzt. Können wir machen.
Machen wir auch. Und dann machen wir da gleich noch eine zweite mit dran. Bei denen haben wir da oben jetzt an die angeklemmt. Okay, dann machen wir Folgendes. Komm mal her. Komm, du bist ja auch noch angebunden. Ja, zack. Und dann kriegen wir dich hier dran. Kriegen wir, ja, dich kriegen wir da dran. Das ist ja auch geil. Das ist super. Dann können wir jetzt gleich nochmal einen Versorgungsturm mit hier hinbauen. Ruhig zwei oder so. Jetzt mal legen. Signale. Rein. Raus. So. Stoppsignal, Stoppsignal. Stoppsignal, Stoppsignal. Stoppsignal, Stoppsignal. Da und du ruhig da. Damit die dich nicht in die Quere kommen. Okay. Folgendes. Wir brauchen nämlich eine Expresslinie. So wie von Braunschweig nach Magdeburg. Nur Passagiere und Fracht. Passagiere und Post. Sorry. Lok. Da haben wir ja die, glaube ich, die Pacific mit 112 km/h. Das ist schon ordentlich. Mit Waggons, Speisewagen, Dienstwagen und Postwagen. So, dann gibt es noch mal eine neue. Und zwar eine gemischte Aktion. Automatisch, genau, automatisch. Lok. Und jetzt müssen wir mal gucken. Express, die gemischte, die P8 mit 94 km/h, die nehmen wir. Mit Speise, Kühl, Dienst und Post. Komplette Programm. Können wir gleich wieder die neuen Leute einstellen. Dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt klappt. Müsste eigentlich. Ja, da kommt er. Ah, schöner Bahnhof hier. Sieht toll aus. Viel hübscher als der andere. Muss man ja mal sagen. So, gut. Damit haben wir Magdeburg an der Quelle. Gut, Personal. Was haben wir hier? Stationsvorsteher, das ist ja gehabt. Marktschreier, Auktionator. Personal einstellen. Komfort. So, und der kann hier immer noch nichts mitnehmen, oder was? Der nimmt nichts mit nach Hause. In die Wertzucht. Da nimmt er nichts mit. Okay, kein Wartungsgebäude hier. Tatsächlich. Kein Wartungsgebäude gehabt hier in Bremen. Bremen sieht echt übel aus. Hannover, aber Braunschweig müsste doch jetzt eigentlich noch mehr wachsen, theoretisch. Wir bemühen uns ja wirklich, alles Mögliche ranzukarren. Bäckerei in Breslau. Danke, nein. Wir haben nicht genug Kohle. Nächste Aktion muss sein, dass wir von hier hinten noch was ranholen. Und das dann auch nochmal verteilen. Das heißt, wir müssen hier nochmal was machen. Nämlich ein großes Warendepot mit Stellwerk. Dass wir die hier vielleicht so ein bisschen noch mit anschließen. Dann holen wir uns nämlich das Zeug daran. Und dann können wir das auch nach Magdeburg transportieren. Guck grad mal, was der hier schleppt. Ja, alles Mögliche.
Ja, lädt ab. Herrlich. Macht 14.000. Naja, immerhin. Und wo ist unsere Expresslinie? Müsste hier irgendwo auch rumgeistern. Ja, das ist auch ein gemischter. Magdeburg, das ist Passagiere und Post. Ja, und hier muss er halten. Ja, und hier fahren sie echt wirklich... Ja, hier ist ein Wahnsinnsverkehr und Braunschweig wächst einfach nicht. Das ist echt zum Mäusemelken. Echt ein bisschen ärgerlich. Aber das kriegen wir irgendwie schon noch hin. So, nächste Aktion. Magdeburg sinkt. Nicht gut. Das heißt, wir brauchen nochmal einen Bahnhof hier hinten. Den wir nochmal bauen. Da nehmen wir ruhig nochmal einen großen Bahnhof oder normalen Bahnhof. Reicht eigentlich. Können wir immer noch upgraden. Ja, zack. Ich will was vom Kuchen abhaben. Warum musstest du genau diesen Landbetrieb anschließen? Weil ich das will. So. So, du dahin. Du ebenfalls dahin. Zwei reichen erstmal. Dann gucken wir mal, dass wir das jetzt hier noch drauf kriegen. Da gehen wir ruhig von der Nummer hier aus. Vielleicht kriegen wir die auch noch drauf. Geht sogar. Geil. Das ist, ach nee, das ist der äußere. Warte. Kriegen wir den dahin? Passt. Das heißt, wir kriegen noch mehr geliefert. So zumindest die Theorie. So, klappt. Die sind angeschlossen. Das passt. Jetzt müsste man nur noch Magdeburg mit verbinden. Aber auch das ist doch kein Problem. Ja, sollte gehen. Ja, jetzt bauen wir hier nämlich massiv aus. So. Bedeutet, wir brauchen Signale. Signale. Bob. Du in die Richtung. Ach, herrliche Mucke. Finde ich gut. So, lass mal schauen. Hier ist nichts mehr geregelt. Okay, normales Stoppsignal hier. Und dasselbe hier. Ah, hier auch nochmal ein Stoppsignal. Ja, das klappt, das ist okay. Hinten brauchen wir auch nochmal ein Signal zum Stoppen. Dann brauchen wir natürlich auch noch Wartungsgebäude, beziehungsweise Versorgungstürme. Ohne geht's nicht. So, alles klar. Bereit für die nächste Aktion? Ja, da kommt an, das ist gut. Müssen wir natürlich noch im Warendepot festlegen, ach, verdammt, kostet. Was wir hier einlagern wollen. Ja, komm, wenn du komm. Willst, kann ich dir dein Personal vom Hals halten. Also, hier soll das eingelagert werden. Was hätte denn gerne Magdeburg? Schweine, absolut keine Nachfrage. Gemüse, ja. Würste und Korn. Okay, Würste und Korn. Würste. Gemüse.
Okay, warte mal. Gemüse, Wurst. Mit ein bisschen Glück lagern wir hier keine Wurst ein. Oh, verdammt. Schön wär's. Okay, neue Linie mit 280.000 können wir machen. Von Baba. Baba. Nur Fracht bitte. Lock. Mountain. Auf geht's. Okay. Pferd. Dann noch ein neuer Zug. Nach Braunschweig. Gleis 4, Gleis schießt mich tot, irgendwann. Auch nur Fracht. Lokomotive, auch die Mountain. So, okay, und dann haben wir jetzt natürlich hier auch noch, dass wir da das Zeugs ranbekommen. Haben wir die dritte und dann müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze jetzt hier entwickelt. So, und 1% Aktien gekauft. Mann, Mann, Mann. So, und die Mountain. So, und dann mal gucken, ob wir hier irgendwie was rankriegen. Zu dem Warendepot. Der hier nimmt nämlich schon wieder nichts mit. Weil wir hier nichts haben, um das zu verarbeiten. Das ist zum Kotzen. In Hannover haben wir keine Schweine... Schweinenachfrage. Keine Nachfrage. Ich frage mich, wie die Würste hier machen. Ist unglaublich. So, Warendepot, ja. Okay, gut zu wissen. Warendepots können selbstständig mit Städten und Landbetrieben austauschen, indem sie in deren Nähe errichtet werden. Das ist ja interessant. Okay, Warendepot. Ich arbeite momentan am vollständig mechanisierten Lokführer. In Zukunft werden solche Personalquerelen Geschichte sein. Ist das so? So, da kommt der Zug. Ich hoffe mal, der lagert jetzt was ein. Kassel kritisch. Ja, super, dass du mir das machst. Mein Reporter hat deinen Laden mal genau unter die Lupe genommen. Okay, hier kommt jetzt wenigstens mal was an. Okay, das macht er. Das geht. München Mobil vergrößert Netz. Ey, die sind so übel. So evil. Wieder 3 Forschungspunkte. Da können wir wieder Gas geben. Fracht mit 72. Transportvergütung von Fracht. Ja, komm, eigentlich, ne? Müssen wir. Nehmen wir auch. 1877. Presslufthammer senkt die Baupreise für Tunnel. Das ist mir egal. Da ich sowieso immer fast ohne Dings baue. Ja, was mache ich denn? Das habe ich doch nicht. Ich habe doch schon eine Linie gebaut. Mehr kann ich doch nicht machen. So. Aber, liebe Freunde, für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall so lange mal fürs Zusehen. Hinterlasst doch ein Däumchen und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald, bald wieder. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von netgaming.tv. Bye, bye.